make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Heute möchte ich mit dir zusammen diese Schiebebox machen. Und zwar kann man hier oben so ein Sichtfenster aufmachen und da kommt da unten ein Spruch zum Vorschein. Ich habe hier unseren kleinen Yeti aus dem Herbst-Winter-Katalog benutzt. Und da steht kleine Überraschung zu deinem Geburtstag und eine dicke Umarmung. Und ja, das möchte ich mit dir machen. Wie du siehst, so ein ganz klein bisschen hakt das hier noch und es guckt noch Designerpapier aus. Das optimieren wir jetzt in meinem Video gemeinsam. Wie immer findest du unten eine Übersicht über die Produkte, sodass du jetzt auf Pause machen kannst, dir das alles zurechtschneiden kannst und gleich mit mir zusammenbasteln kannst. Dann geht's auch schon los. Als erstes benötigst du Designerpapier, 6x27 cm. Und das falzen wir bei 1 cm. Das mache ich hier auf der rechten Seite. Und dann geht es weiter bei 7,5 cm. 14 cm und 20,5 cm. Und jetzt falzen wir die lange Seite einmal. Ich muss mal kurz nachmessen, ja passt. Die lange Seite, die kurze Seite oben anlegen und einmal bei 1 cm falzen. Und die andere Seite falzen wir bei 0,5 cm. Dann guckt uns das Designerpapier da gleich auch nicht mehr raus. Dann habe ich eine ganze Menge vorgeschnitten. Also ich habe einmal drei Etiketten ausgestanzt. Und zwar habe ich die Basics mit PEP verwendet. Und hier das größte Quadrat, also drei Quadrate. Aus eins bleibt ganz, aus den anderen beiden habe ich hier mir mit dem drittkleinsten oder drittgrößten, also mit dem mittleren Quadrat Aussparungen ausgestanzt. Ich habe die einfach übereinander gelegt und gleichzeitig ausgestanzt. Und außerdem brauchen wir auch noch in der gleichen Größe zwei weiße Etiketten. Und noch ein paar Sachen mehr. Und zwar ein Stück 6,5 x 6,5. Das wird innen in die Verpackung geklebt. Und dann habe ich noch ein Stück 6 x 5,5. Das brauchen wir für den Schiebemechanismus. Genauso wie einen Streifen 1,9 cm, den wir gleich noch mit der Handstanze bearbeiten. Nun aber zuallererst mal zu unseren Seitenwänden des Ganzen. Ich falte das Ganze einmal nach, dann könnt ihr das kannst du das ein bisschen besser sehen. Und zwar haben wir hier einmal eine breite Seite und eine schmale Seite zum Schluss. Na, habe ich nicht gut gefaltet, ne? So sieht das Ganze aus. Und hier ist unsere Klebelasche. Kommt unsere Schere zum Einsatz. Ich mache das mal so rum. Ich glaube, da kannst du es ein bisschen besser sehen. Also, wir machen uns einmal hier die kleinen Rechtecke und Quadrate oben weg und schneiden uns die Klebelasche einmal. Das ist das Stück hier. Und wir können das auch gleich hier einmal so ein bisschen anschrägen. Denn das werden unsere Träger für den Deckel und die Rückseite. Und jetzt ist es so, dass ich mir das Ganze einmal so falte, auch in die andere Richtung, damit du besser gucken kannst. Und dann schneide ich mir hier immer diagonal zur Ecke einfach so ein Dreieck weg. Dann ist das auf beiden Seiten gleich. Und dann falte ich das einmal weiter und mache das Gleiche an allen Faltlinien. Und auch nochmal hier ganz am Ende. Jetzt kommt einmal doppelseitiges Klebeband zum Einsatz. Und zwar hier auf unsere Klebelasche. Und dann klappen wir das Ganze einmal rüber. Natürlich müssen wir vorher die Folie abmachen, ne? Weil sonst klebt das ja auch nicht, Frau Preisler. So. Dann sieht das Ganze so aus. Die schmale Kante wird unsere Oberseite, die breite Kante wird der Boden. Jetzt benötigen wir das große
Nein, das stimmt nicht. Dieses Stück 6,5 mal 6,5. Da kommt aber ein Etikett drauf und dann möchte ich auch gleichzeitig den Spruch drauf stempeln. Das mache ich natürlich alles vorher, damit das schön in der Mitte klebt. Ich habe vorhin das Und bei der Umarmung vergessen. Das holen wir dann jetzt nach. Das kommt jetzt natürlich auf das perfekt ausgereifte Meisterstück. Das andere war ja nur der Prototyp. So. Und eine dicke Umarmung. Also eine dicke Umarmung und ein Und. So. Und dann, wenn wir gerade beim Stempeln sind, dann machen wir natürlich auch das andere fertig. Da kommt hier oben eine kleine Girlande hin. Und kleine Überraschung zu deinem Geburtstag kommt hier vorne drauf. Das haben wir schon mal erledigt. Jetzt kleben wir das Etikett und eine dicke Umarmung hier mittig auf das Stück mit 6,5 mal 6,5. So. Und nun wird dieses Quadrat hier in die Packung eingeklebt. Dazu machst du einfach Flüssigkleber auf die Falzlinien, die Klebelaschen hier unten. Und klebst das Papier hier einmal rein. Dann kriegt das Ganze natürlich auch schon gleich ein bisschen Stabilität. Und das Ganze wird dann auch gleich mittig auf unser komplettes Etikett geklebt. Hier ruhig ein bisschen gegendrücken. Ich war heute im Garten, das sieht man immer noch an meinen Fingern. Ich weiß ja nicht, wie das dir geht, aber kann ich schrubben, wie ich will. Garten und Hund. Seitdem sehen die Fingernägel schlimm aus. Aber das kennst du sicher. So. Das klebt alles schön. Und jetzt, wie gesagt, das Ganze mittig hier auf das große Etikett. Mit Tombow nicht so sparen, damit wir das Ganze auch schön gerade aufkleben können und noch ein bisschen Möglichkeiten haben, hin und her zu ruckeln. Mal gucken, der Winkel ist immer anders. Wenn man mit der Kamera arbeitet, dann kann man den Kopf nicht so weit vorstrecken, wie man gerne möchte, weil sonst würdest du meine Kopfhaut sehen und sonst nichts mehr. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Und nun kommen wir einmal zu unserem Schiebemechanismus. Und zwar brauchen wir diese Teile dafür. Einmal die beiden Quadrate, dieses Stück Papier und hier nehmen wir die mittlere Einschubleiste quasi von der Stanze nach Wahl, allerliebste Anhänger. Und jetzt drehen wir das Ganze einmal um und passen das ein in unser ausgestanztes Papier. Das passt da genau rein. Nicht so viel ruckeln. Genau. Und jetzt wird dieses Etikett einmal mit Klebe versehen. Und dann kommt unser Streifen 6x5,5 zum Einsatz. Und zwar so, dass der hier gerade bündig mit dem Grünen abschließt. Oh, ich merke gerade, ich habe vergessen, das Fenster zu schließen. Jetzt hört ihr vielleicht meinen Nachbarn husten, aber vielleicht hört ihr das auch gar nicht. So, das wird hier einmal festgeklebt. Und hier schneide ich mir einfach ein Stück ab, mache da ein bisschen Tombow drauf. Und richte mir das hier so ungefähr mittig aus, dass ich da gut dran ziehen kann nachher. Bestenfalls ist jetzt nichts verruckelt. Und alles ist noch perfekt in der Aussparung. Das fühlt sich aber gut an. Dann können wir nämlich gleich weitermachen. Und zwar brauchen wir Schaumstoffklebestreifen. Die werden hier als Begrenzung außen hingeklebt. Ich fange mal hier oben an, kann ich jetzt gerade besser gucken. Und zwar brauchen die auch gar nicht über die ganze Länge sein, sondern das reicht tatsächlich, dass man sie so ein bisschen als Begrenzung hier hinten hin macht. Das reicht völlig aus. Und hier noch ein Streifen. Kann
Kann man auch gerne die Reste vom Rand verwenden, das ist völlig in Ordnung. So, jetzt kommt hier die Folie ab. Und nun werden diese Quadrate übereinander geklebt. Auch das hoffe ich mal, komme ich einigermaßen gerade hin jetzt. So, und wenn wir das jetzt umdrehen, dann kannst du hier dieses kleine Kärtchen einmal rausziehen. Ich habe vergessen, die kleine Wimpelkette noch anzumalen. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn das Etikett kann man dann noch komplett einmal rausnehmen. Und dann hier einfach wieder reinstecken. Und jetzt kommt der bisschen pütscherige Teil der ganzen Geschichte, denn wir wollen das hier einmal aufkleben. Das heißt, auch da nehmen wir wieder Tombow. Jetzt gucken wir mal, ob die Optimierung dann auch greift, die ich mir so vorgestellt habe. Aber wenn sie nicht greift, würde ich das Video schon gar nicht veröffentlichen. Also sollte das funktionieren. Wenn du das siehst, hat es geklappt. So, und jetzt kannst du nämlich auch das erstmal rausziehen. Und einfach mit den Fingern ein bisschen nachdrücken. Das hilft dann ganz gut. Mit Geduld und Spucke. Und dann ist das viel schöner geworden als mein Prototyp, weil man hier das Designerpapier einfach von innen nicht sieht. Genau. Und das Rausziehen kannst du natürlich selber anpassen, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, so wie es dir am liebsten ist. Also, kleine Überraschung zu deinem Geburtstag, dann kann man da eine Nettigkeit reinpacken und eine dicke Umarmung ist auch noch drin. Das fand ich halt ganz süß. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzugucken. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Und natürlich freue ich mich, wenn du aktuelle Stempel-Abware bei mir bestellst. Alle Infos findest du auf www.gestempelt.de. Schau dir auch unbedingt mein Neukundenangebot und mein Bonuspunkteprogramm an. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Bis ganz bald.